ist Muttertag und ich dachte mir, dass ich euch mal wieder ein paar Tage mitnehme hier in meinem Alltag. Ich schaue mal, was ich alles so die Tage jetzt mitfilmen kann. Aber ich freue mich auf jeden Fall, euch mal wieder mitzunehmen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Vlog. Ich ziehe mich jetzt gerade noch an, weil ich jetzt noch mal schnell zu einem Blumenladen muss. Ich hatte da für meine Mama ein paar Rosen bestellt und die wollte ich jetzt abholen. Was heißt ein paar? Ich hatte zwei bestellt, also eine für mich und eine für meine Schwester. Dann kommen hoffentlich auch bald schon meine Eltern. Ich weiß gar nicht genau, wann sie losfahren. Schauen, ob sie mir... Ah, sie haben gerade geschrieben, vor 2 Minuten, wir fahren jetzt los. Gerade dabei, noch ein paar Unterlagen hochzuladen. Und zwar, ich hatte euch, das glaube ich, noch gar nicht erzählt, ich habe mich für ein Studium beworben und bin jetzt gerade dabei, wie gesagt, alle Unterlagen zusammenzusuchen. Ich hatte jetzt mir schon mal alles abgescannt und generell mir mal so einen Ordner erstellt, wo ich einfach alle wichtigen Bewerbungsunterlagen abgespeichert habe, weil man das ja immer mal wieder braucht und so kann ich das jetzt immer auf dem MacBook einfach auswählen. Und ja, so wie es momentan aussieht, fange ich ab Oktober 2023, also in so ein paar Monaten, wieder an zu studieren. Und es steht noch nicht zu 100% fest, deswegen nehme ich euch da einfach weiterhin mit und erkläre euch dann demnächst nochmal genau, wofür ich mich entschieden habe, wenn es dann wirklich auch feststeht. Aber ich habe mich jetzt zumindest mal beworben und bin mir auch relativ sicher, dass ich da eine Zusage bekomme, weil es an einer privaten Hochschule ist. Da bekommt man ja eher die Zusage. Und was ich euch auch schon mal sagen kann, ist, dass ich mich nicht für einen Master beworben habe, so wie ich das eigentlich die ganze Zeit geplant hatte, sondern wahrscheinlich nochmal einen neuen Bachelor mache. Ich hatte ja jetzt schon meinen dualen BWL-Bachelor beendet, also seit gut so einem Jahr und hatte auch schon die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Und das war damals alles parallel, also innerhalb von 4 Jahren hatte ich die Ausbildung gemacht, das Studium und gleichzeitig auch noch gearbeitet. Und die letzten Monate hatte ich mich nochmal stark jetzt damit beschäftigt, was ich denn in den nächsten Jahren machen möchte und wo es so für mich hingehen soll. Und deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen, wie gesagt noch nicht zu 100%, aber etwas, was ich eigentlich schon immer machen wollte, wo ich mich schon immer gesehen habe und wo ich richtig merke, dass so mein Herz aufblüht. Und ich hatte lange hin und her überlegt, ob ich wirklich nochmal mit dem Bachelor anfangen soll, weil es ja jetzt trotzdem nochmal ein sehr langer Weg auch sein könnte, also dass ich den Bachelor erst nochmal mache und dann den Master. Und ich habe ja auch schon den Bachelor und bin deswegen ja auch schon 24. Aber ich finde es einfach wichtig, dass ich nicht irgendwann darauf zurückschaue und mir denke, wieso habe ich nie das gemacht, was ich wollte, nur weil es vielleicht nicht der Weg ist, den ich jetzt normalerweise weiterhin gehen würde. Also, keine Ahnung, ich dachte eigentlich, ich mache den Master so, wie es halt normal ist, dass man erst den Bachelor macht, dann den Master und dann einfach weiterhin arbeitet. Und deswegen ist es mir gerade wichtig, das mit euch zu teilen und euch an der Stelle vielleicht auch nochmal den Mut zu machen, dass man nicht immer den Weg gehen muss, der für einen so vorgesehen ist oder der von einem erwartet wird, sondern dass es am Ende einfach auch wichtig ist, dass man die Entscheidungen trifft, die für einen selbst am besten und am wichtigsten sind. Und ja, mir war das jetzt einfach gerade wichtig zu teilen, weil ich ja euch immer wieder auch über meine Masterpläne erzählt hatte und euch da auch viel mitgenommen hatte, wie ich mich informiert hatte und es jetzt tatsächlich doch nochmal in eine komplett andere Richtung geht. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr momentan so macht. Also ob ihr noch in die Schule geht oder studiert oder eine Ausbildung macht oder schon arbeitet. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Wir haben ja heute Sonntag, was ich euch noch gar nicht erzählt hatte. Ich war gestern und vorgestern zu Hause in Mainz. Ich kann euch hier gerne nochmal ein paar Bilder einblenden. Ich war ja jetzt 9 Wochen nicht in Mainz, was ein total komisches Gefühl war, einfach weil jetzt auch alles so wieder aufgeblüht ist und da eben jetzt auch der Frühling ist und ich einfach auch gemerkt habe, wie sehr ich die Stadt vermisst habe. Wir waren am Freitag im Kino und waren was zusammen trinken und ich war mal wieder nach sehr langer Zeit in meiner Wohnung und habe da mal gekocht und so. Also es war ein richtig schönes Wochenende, deswegen kam ich auch gestern erst gegen 18 Uhr nach Hause und heute kommen meine Eltern, das heißt, es ist auch
relativ viel los. Heute ist ja auch Muttertag. Ich habe jetzt meiner Mama auch schon hier eine Tüte vorbereitet und ihr auch schon Blumen geholt. Ich kann euch ja ganz kurz mal zeigen, was ich jetzt hier alles für sie habe. Hier haben wir zuerst einmal so ein Pflegeöl ihr geholt. Das ist auch so ihre Lieblingsbodylotion. Dann haben wir ihr eine Karte geschrieben und ich finde die so süß. Die habe ich jetzt hier im Buchladen gefunden mit Mama gut, alles gut. Und letzte Woche auf dem Markt habe ich ihr auch noch frischen Honig gekauft. Das finde ich nämlich echt hier richtig schön. Es gibt so viele Imker hier in der Nähe. Dadurch, dass ich jetzt ja auch kein Geschenkpapier habe, haben wir ihr das in eine Tüte gepackt. Also wir sind, ich und meine Schwester, wir schenken ihr das zusammen. Und irgendwie ist die Kamera heute richtig dunkel eingestellt. Genau. Und jetzt kommen eigentlich auch schon jeden Moment meine Eltern. Wir gehen jetzt los. Unsere Eltern sind schon im Hotel und wir fahren jetzt nach. Wir hatten jetzt hier noch ein bisschen gespielt. Wir haben ungefähr 21 Uhr und ich kam jetzt gerade die Tür rein. Es ist draußen sogar noch etwas hell. Ich bin jetzt nach Hause gefahren, und also nach Hause in die Klinik. Und es war ein richtig schöner Abend noch. Also wir haben richtig gut gegessen und waren noch längere Zeit auf dem Zimmer bei ihnen. Das Hotel ist auch wirklich super schön. Also falls ihr doch irgendwie mal hier in der Gegend sein solltet, kann ich das wirklich empfehlen. Morgen habe ich jetzt wieder einen ganz normalen Therapietag. Das heißt, meine Eltern und meine Schwester machen dann auch was unter sich. Und wir sehen uns erst um 17 Uhr. Und dann nehme ich euch einfach morgen wieder mit. Ich denke, es wird morgen auch nochmal ein ganz cooler Tag. Einfach weil morgen Abend wir auch nochmal was Besonderes machen. Ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon erzählt habe. Aber wir haben morgen auch was Besonderes zu feiern mit der Familie. Und ich finde es einfach super schön, dass wir jetzt so zu viert sind. Ja, freue mich jetzt einfach noch auf die nächsten Tage, dass sie jetzt auch etwas länger bleiben. Ich glaube, schminke mich jetzt nur noch ab und vielleicht schaue ich noch ein bisschen. Ich schaue gerade, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber Temptation Island. genau, vielleicht schaue ich noch ein bisschen weiter und dann gehe ich gleich schlafen. Ich bin gerade jetzt noch dabei, ein Video für morgen hochzuladen. Das ist ein Live-Update. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich kann es euch gerne hier nochmal verlinken. Hallo zusammen, wir haben mittlerweile schon den nächsten Tag, also wir haben heute Donnerstag und es ist Feiertag, das heißt, ich hatte heute schon einen sehr entspannten Tag und wir gehen gleich noch in ein Café mit ein paar Mitpatientinnen, worauf ich mich schon sehr freue. Das ist hier direkt an einem See und das Wetter heute ist auch richtig gut, also wir können super schön den Tag zusammen verbringen und ich wollte mich jetzt nur noch kurz von euch verabschieden. Ich bin jetzt gerade auch schon dabei, das Video zu schneiden und mir ist auch aufgefallen, dass ich die Woche wirklich nur sehr sporadisch mitgefilmt habe. Ich merke einfach, dass es mir unter der Woche momentan extrem schwer fällt, mitzufilmen und da auch Dinge von zu teilen, weil ich einfach momentan vieles mit mir noch selbst am Ausmachen bin und da einfach nicht weiß, was ich so euch erzählen kann. Und deswegen überlege ich momentan auch, ob ich überhaupt die nächsten Wochen die Kamera
mitnehme und die nächsten Wochen überhaupt ein Video veröffentliche. Ich merke einfach momentan, dass ich mich in gerade jetzt der Zeit sehr stark auf mich fokussieren möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das in den nächsten Wochen auch wieder ändert, wenn es dann auch so zum Ende hinzugeht. Da möchte ich euch auch auf jeden Fall wieder mitnehmen und möchte das auch für mich so ein bisschen festhalten und euch auch in den ersten Tagen zu Hause viel mitnehmen und da euch dann auch einfach zeige, wie ich das angehe und auch ein bisschen mehr vielleicht auch meine Gedanken teilen kann und zum Beispiel auch noch einen Rückblick zu der Klinik drehen kann. Also ich habe da schon einige Ideen im Kopf, aber momentan ist wirklich so eine, ja, komische Zwischenphase, wo ich einfach noch so hier in dem Prozess stark drin bin und deswegen einfach nicht so viel teilen kann und will. Wundert euch also nicht, falls die nächsten Wochen nichts kommen sollte. Wie gesagt, ich weiß es auch noch nicht zu 100%, aber dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Falls kein Video kommt, nehme ich mir einfach die Pause. Für euch hat das Video gefallen, lasst mir gerne noch einen Kommentar da oder auch ein Abo, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Dann verpasst ihr auch auf jeden Fall nicht, wenn ich dann das nächste Mal wieder ein Video veröffentliche. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.